Wir haben die Sowjetunion vernichtet und wir werden auch Russland vernichten, ihr habt keine Chancen. Die westlichen Medien haben einen Hauptfeind erkoren. Wladimir Putin. Seit Saddam Hussein war kein Staatschef einer vergleichbaren Medienkampagne ausgesetzt. Auch Hussein wurde mit Hitler verglichen, bevor der Irakkrieg mit erlogenen Gründen vom Zaun gebrochen wurde. Im Falle Putin aber sind das Wutgeheul und die Diffamierung unüberhörbar mit Angst vermischt. Am lautesten bellen die ukrainischen, polnischen, litauischen und gleichartige Kläffer, die noch nicht begriffen haben, dass ihre Herrchen aus Übersee bereit sind, sie und Europa, im Interesse ihrer Vorherrschaft in der Welt, dem russischen Bären zum Fraß vorzuwerfen, in der trügerischen Hoffnung, diesen danach besiegen zu können. Es bestehen in der Öffentlichkeit kaum Zweifel darüber, dass Putin als Protégé russischer Oligarchen, welche den politischen und ökonomischen Ausverkauf der Sowjetunion betrieben haben, in das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation gelangt ist. Als gewählter Präsident hat Putin aber sehr bald damit begonnen, diejenigen, die ihn an die Macht gebracht haben, politisch kalt zu stellen oder außer Landes zu treiben. Er hat die politische Souveränität Russlands wiederhergestellt und wesentliche Teile der ökonomischen Basis wieder unter russische Kontrolle gebracht. War dies von Anbeginn sein Ziel, hat er also seine Förderer bewusst getäuscht oder hat sich dieses aus wachsenden Einsichten über Methoden und Ziele der Plünderer entwickelt? Eine Antwort auf diese Frage kann Wladimir Putin nur selbst geben. Im Internet findet sich unter der angegebenen Quelle diese Bilanz über die wirtschaftliche Entwicklung Russlands von 1999 bis 2013, die einer näheren Betrachtung wert ist. Das Bruttoinlandsprodukt vervielfachte sich um den Faktor 10,83. Die Staatsverschuldung verringerte sich um den Faktor 9,75. Die Gold- und Währungsreserven erhöhten sich um das 40-fache. Die Inflation sank um 30%. Die Durchschnittslöhne und Renten stiegen um das 20-fache. Verständlich, dass diese Entwicklung den USA und ihren Verbündeten Sorgen bereitet. Zum ersten Mal in der gesamten Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen sprach 2001 ein russisches Staatsoberhaupt vor einem deutschen Parlament. Seine weltweit beachtete Rede, in der er Vernunft und gegenseitiges Vertrauen als Grundlage zur Schaffung einer friedlichen Welt charakterisierte, schloss er mit den Worten: Zum Schluss will ich das sagen, was seinerzeit für die Charakteristik von Deutschland und dessen Hauptstadt benutzt wurde, und will diesen Gedanken auf Russland beziehen und sagen: Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. 6 Jahre später postulierte er Russlands Position auf der Sicherheitskonferenz in München. Russlands Prioritäten sind die Stabilität der Weltwirtschaft, Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Sicherheit und die Förderung des zwischenkulturellen Dialogs. Meiner Meinung nach ist das monopolare Modell USA als Weltherrscher für die moderne Welt nicht nur unakzeptabel, ein solches Modell ist heute überhaupt nicht mehr möglich. 2012 stellte Putin öffentlich Fragen zur Diskussion. Warum müssen wir etwas unterstützen, was wir als falsch empfinden? Warum fordern Sie von uns die Installation Ihrer Standards? Gemeint sind die USA und ihre Verbündeten. Vielleicht sollten wir Sie auch auffordern, bei Ihnen unsere Standards zu installieren? Lassen Sie doch jegliche Forderungen beiseite, lassen Sie uns doch einander mit Respekt begegnen. Französische Medien haben Wladimir Putin zu seinem Demokratieverständnis befragt. Hier seine Antworten. Erinnern Sie sich an die Periode der Kolonisation Afrikas. Die Europäer kamen mit ihren Gesetzen und Regeln und belehrten und zivilisierten damals die Afrikaner.
Ich habe das Gefühl, dass diese Zivilisierungstradition aus der Kolonialzeit in die heutige Demokratisierung umgewandelt wurde. Europäer demokratisieren heute immer dort, wo sie ihren Fuß hinsetzen wollen, um sich sicher zu fühlen. Es existieren sehr alte Zivilisationen und Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt, die man zu respektieren hat. Glauben Sie, dass das Modell der westlichen Demokratie für Russland nicht geeignet ist? Können Sie mir denn sagen, was dieses Modell der westlichen Demokratie überhaupt ist? In Frankreich sehen wir das eine Modell der Demokratie, in den USA ein anderes. Ein französischer Politiker hat mir einmal gesagt, in den USA bei den Wahlen in den Senat, den Kongress oder bei den Präsidentschaftswahlen, hat man ohne eine Menge Geld in der Tasche nichts zu suchen. Ohne Geld in der Tasche ist es unmöglich, dort Wahlen zu gewinnen. Wo ist hier die Demokratie? Wessen Demokratie und für wen? Demokratie für die, die Geld haben? Und weiter. In den USA sehen wir die präsidentielle Demokratie, in Großbritannien die Monarchie. Und das alles sind Elemente der westlichen Demokratie. Also in Wirklichkeit gibt es keine einheitliche westliche Demokratie. Sie existiert nicht. Ein anderes Beispiel aus Großbritannien. Mein guter Bekannter Tony Blair. Seine Partei hat unter seiner Führung die Wahlen gewonnen. Und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, dass dieser Wahlsieg auch Tony Blair persönlich zu verdanken war. Aber aus parteiinternen Gründen wurde später entschieden, dass Tony Blair die Partei verlassen und seinen Platz ein anderer einnehmen soll. Und Brown wurde damit automatisch Premierminister von Großbritannien, die erste Person im Staate, ohne gewählt zu werden. Ohne Wahlen. Und das soll Demokratie sein? Ja, das ist Demokratie, aber so, wie sie eben dort ist. Ich habe über Demokratie auch mit Amerikanern viel diskutiert. Und ich habe gefragt, wie ist es möglich, dass die Mehrheit der Bevölkerung für einen Präsidentschaftskandidaten gestimmt hat, die Wahl aber ein anderer gewinnt? Die Amerikaner haben da so ein merkwürdiges Wahlsystem. Und die Amerikaner haben mir geantwortet: Ihr solltet euch bei uns nicht einmischen. Wir machen das seit langem so und sind daran gewöhnt. Und wir mischen uns da auch nicht ein. Also warum mischt ihr euch bei uns in Russland ein? Wir kommen schon selbst klar, ohne euch. Im Syrien-Konflikt hat Putin 2013 erstmals die globale US-Propaganda durchbrochen und einen offenen militärischen Überfall der USA und ihrer Verbündeten auf Syrien verhindert. Ein Artikel Putins in der New York Times, in dem er die US-Politik gegenüber Syrien kritisierte, hatte eine riesige Resonanz in der amerikanischen Öffentlichkeit. Der fanatische Russophob und ideologischer Vater des Kalten Krieges, Zbigniew Brzezinski, reagierte mit einer provozierenden Erklärung: Wir haben die Sowjetunion vernichtet und wir werden auch Russland vernichten, ihr habt keine Chancen. Noch beunruhigender dürfte für die USA die Entwicklung der BRICS-Staaten sein. Die Abkürzung BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der fünf Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Im Juni 2014 haben diese die neue Entwicklungsbank als eine Alternative zu den bereits existierenden Institutionen Weltbank und Internationaler Währungsfonds gegründet. Sie soll vorrangig der Finanzierung von Entwicklungsprojekten und Infrastruktur innerhalb der BRICS-Staaten dienen. Der Hauptsitz der Bank ist im chinesischen Shanghai geplant. In diesen fünf Ländern leben etwa 40% der Weltbevölkerung. Sie haben jährliche Zuwachsraten der Wirtschaftsleistung von 5-10% zum Vergleich. EU etwa 2%, weshalb einige Prognosen voraussagen, dass sie bis 2050 die G7-Staaten überflügeln könnten. Diese Zahlen weisen darauf hin, welche politischen und ökonomischen Schwerpunkte diese Länder, auch Russland, verfolgen. Sie sind zugleich Teil der Erklärungen, weshalb die USA und ihre Verbündeten in blindwütiger Aggressivität gegen Russland verfallen und ganz Europa der Gefahr eines Dritten Weltkrieges aussetzen. Leute, die wie Brzezinski oder der NATO-Generalsekretär Rasmussen denken und reden, sind auch bereit, anderen glauben zu machen, dass Krieg die einzige Lösung zum Erhalt ihrer Vorherrschaft in der Welt ist. Im Umkehrschluss ergeben sich daraus Argumente, dass Russland, also Putin, kein Interesse haben kann, im Ukraine-Konflikt Öl ins Feuer zu gießen und seinen Gegnern Vorwände für weitere Aggressionen zu liefern. Aber, er wird sich weder von der EU, noch von der NATO oder den USA und schon gar nicht von ukrainischen Faschisten erpressen lassen.
Wir haben die Sowjetunion vernichtet und wir werden auch Russland vernichten, ihr habt keine Chancen. Wir haben die Sowjetunion vernichtet und wir werden auch Russland vernichten, ihr habt keine Chancen.